So, hallihallo, hallöchen meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einem kleinen Informationsvideo zu den Community-Servern. Und zwar, ARK läuft im Moment nicht mehr, weil die Server umgestellt worden sind und die jetzt mindestens 10 Slots benötigen. So, der Server ist nicht auf 10 Slots eingestellt. So, jetzt ist die Frage, natürlich könnte ich das jetzt auf 10 Slots stellen. Das wäre aber natürlich für die Leute, die im Moment ARK spielen, viel zu viele Slots. Das wäre im Prinzip meines Erachtens Geldverschwendung. Wir haben jetzt mehrere Möglichkeiten. Wir könnten jetzt ARK erstmal ein bisschen in die Schublade stecken und das später wieder ausgraben und auf ein anderes Spiel zurückgreifen. Wir könnten jetzt entweder mal wieder Life is Feudal rausholen. Das ist ja immer noch auf dem Server gespeichert, müsste ich nur wieder aktivieren. Da würden keine Umstellungen oder sonst irgendwas erfolgen. Das geht dann einfach normal weiter, aber für die meisten wahrscheinlich uninteressant. Oder wir fangen komplett ein neues Spiel an. Da müsste ich aber dann was dazu mieten. Das wäre dann zum Beispiel bei Rust. Der braucht zwar auch eine relativ hohe Slot-Anzahl, aber da fahren wir immer noch relativ gut mit, weil wir kriegen dann ungefähr 2,5-fach so viele Slots, wie ich bezahlen würde. Dafür müsste aber ein bisschen mehr in die Kasse reinkommen bei Patreon. Deswegen, also wer noch mitspielen möchte bei so einem Spiel, ich zähle noch mal ein paar weitere auf, die drauf kommen könnten, der kann sich gerne nochmal unter scotchy.eu Spiel mit die Informationen durchlesen oder direkt auf meine Patreon-Seite gehen, die ich natürlich jetzt hier oben da oben im Video mal verlinken werde. Und sich da alles zu durchlesen, da kann man halt im Prinzip monatlich einen kleinen Betrag spenden und sich dann quasi, ja, kann mit auf den Servern drauf spielen. Ich würde vorschlagen, wir könnten eventuell Rust drauf machen, das kann sich jeder mal angucken. Ich werde die ganzen Spiele mal in der Videobeschreibung verlinken, die da drauf kommen könnten. Das wäre Rust, das wäre Reign of Kings. Eventuell würde sogar 7 Days to Die in Frage kommen und ja, oder halt die alten Spiele. Wenn er sagt, gut, wir kriegen noch ein, zwei Leute mehr für ARK zusammen, dann schraube ich den Server halt auf 10 Slots hoch. Oder ja, wir nehmen wieder Life is Feudal, wobei das wahrscheinlich für die wenigsten noch irgendwie interessant sein könnte, dürfte, ist, wie auch immer. Gut, das wäre dann eigentlich erstmal alles. Das wäre das Wort zum Sonntag, mehr oder weniger. Also das schon am Samstag. Und jo, ansonsten, wie gesagt, lest euch durch. Ihr findet alle Links nochmal in der Beschreibung. Und wir sehen uns dann einfach jo, im nächsten Projekt wieder. Wenn ihr Fragen habt, dürft ihr auch gerne die Kommentarfunktion benutzen unterm Video. Und ansonsten reingehauen. Bis dann und ciao.